Wer nicht in den Genuss der Rentenerhöhung 2022 kommt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Grundsätzlich bekommen Altersrentner, EM-Rentner, hinterbliebenen Rentner, die eine gesetzliche Rente beziehen, die Rentenerhöhung 2022 auf ihr Rentenkonto gutgeschrieben. Das ist die ganz normale gesetzliche Regelung. Aber es gibt auch eine Reihe von Personen, die definitiv nicht in den Genuss der Rentenerhöhung 2022 kommen werden. Und zwar sind das die Bezieher einer Betriebsrente, Bezieher von Renten aus Versorgungswerken, also zum Beispiel Apotheker- oder Ärzteversorgung oder Rechtsanwaltsversorgungswerk, Beamte und Soldaten, Bezieher von privaten Renten, aus privaten Rentenvorsorgen oder anderweitiger Altersversorgung, private Berufsunfähigkeitsrenten und auch die Riester-Rentner. Die bekommen die Rentenerhöhung 2022 nicht. Es gibt aber eine ganz, ganz kleine Gruppe von tatsächlich gesetzlichen Rentenempfängern, die trotz Bezug einer gesetzlichen Rente leider nicht in den Genuss der Rentenerhöhung 2022 kommen werden. Und das sind diejenigen Rentenempfänger, die aufgrund eines Fehlers der deutschen Rentenversicherung eine zu hohe Rente bekommen und diese Rente rückwirkend nicht mehr aufgehoben werden kann. Das heißt also, der Rentenbetrag, den dieser eine Versicherte zu viel bekommt, zum Beispiel 150 Euro, wird so lange von der Rentenanpassung ausgeschlossen, bis dieser Rentenbetrag rechnerisch durch die unterlassene Rentenanpassung aufgezehrt wird. Wir nennen das auch im Sprachgebrauch Aussparung. Das heißt also, ein ganz kleiner Kern einer Gruppe von gesetzlichen Rentenempfängern nach dem SGB VI wird auch im Jahr 2022 nicht in den Genuss der gesetzlichen Rentenanpassung zum 1.7.2022 kommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.